Ja, ich darf Sie nochmal alle recht herzlich begrüßen, die Sie heute hier im Gemeindesaal sind. Ihnen ein ganz besonders herzliches und euch willkommen, weil ihr euch durch die Kälte hier hingequält habt. Man sieht, der ein oder andere hat dem warmen Wohnzimmer den Vorzug gegeben, sitzt aber auch hoffentlich dann per Telefon oder über Internet zugeschaltet jetzt bei uns. Da möchte ich nämlich auch jetzt die Internetgemeinde recht herzlich grüßen. Schön, dass wir heute Abend diese dritte Stunde im Rahmen dieser Bibelstundeneinheit über die Reden Jesu im Matthäus-Evangelium halten dürfen. Wir hatten in den ersten beiden Stunden über die Bergpredigt gesprochen, die haben wir jetzt verlassen, Matthäus 5 bis 7. Wir werden in der nächsten Stunde über Matthäus 13 über die Gleichnisrede sprechen, danach der folgenden Sitzung über Matthäus 18 über die Gemeinderede und dann zwei Einheiten haben über Matthäus 24 bis 25, die über die Endzeitrede. Und heute soll es gehen über die sogenannte Jüngerrede, die Jesus gehalten hat. Das ganze Kapitel 10 beschäftigt sich damit. Nicht alle Verse werden wir erschließen, aber das wird heute so ein bisschen der Versuch sein, dass wir versuchen, so alles so ein bisschen in den Blick zu nehmen. Und da wollen wir jetzt starten mit der Andacht, die ersten 6 Verse betrachtet, aus eben diesem Kapitel, wie dieses Kapitel auch eingeleitet wird und deshalb auch diesen Namen bekommen hat, dieses Kapitel 10, eben die sogenannte Jüngerrede. Da lesen wir, und er, also Jesus, rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese. Zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder. Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner. Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, Simon Kanaanäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir Dank sagen, dass wir uns jetzt hier in deinem Gemeindesaal, aber auch vor den Geräten unter deinem Wort versammeln dürfen. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir Gelegenheit haben, frei und unverboten uns mit deinem Wort zu beschäftigen. Danke, dass wir deine Reden im Matthäus-Evangelium betrachten können. Und wir wollen dich bitten, einfach jetzt für die Betrachtung des 10. Kapitels für diesen Abend um deinen Segen. Wir bitten dich um dein Mitgehen, insbesondere jetzt auch für die Andacht. Segne du dein Wort an unserem Leben, unserem Glauben, Herr. Amen. Jünger Jesu, so habe ich diese kurze Andacht zu Beginn überschrieben, damals wie heute. Jünger Jesu, damals wie heute. 4 Punkte aus diesen 6 Versen. Erstens, Jesus beruft seine Jünger. Zweitens, Jesus begabt seine Jünger. Drittens, Jesus sendet seine Jünger und viertens, Jesus gebietet seinen Jüngern, das eben aus all dem, was Jesus in der Interaktion mit den Jüngern hier in diesen 6 Versen getan hat. Das erste ist, er beruft sie. Hier heißt es, er rief seine 12 Jünger zu sich. Wir werden gleich in einem zweiten Teil gucken, was es mit den 12, mit den Aposteln, mit den Jüngern auf sich hat. Aber das ist das Entscheidende für einen Jünger, dass er berufen ist. Das war es damals und das ist es heute. Auch wir, wenn wir den Heiligen Geist haben, wir sind Jünger Jesu. Wir sind Menschen, die zum Heiland gehören und dieses Wort Jungiro, Jünger, kommt eben von dem griechischen Mathetai. Das heißt nichts anderes als Lernender. Man denkt ja immer, oh, was ist das für ein gewaltiger Titel, Jünger sein. Da steckt aber was ganz Banales hin. Ein Jünger ist ein Lernender. Wie gesagt, das Mathetai, Sie kennen das alle noch aus der Mathematik. Die Mathematik, Mathematae Technae, das ist die Technik des Lernens halt, nicht, ist nichts anderes als das Lernen. Und ein Mathetai, so heißt das griechische Wort für Jünger, ist ein Lernender. Und auch Jungiro, also das deutsche Wort, kommt eben von dem alten Begriff Lehrling sein. Und diese Menschen, die lernen über das Reich Gottes, lernen über den Sohn Gottes, lernen über den Herrn als solchen, die werden berufen. Also zum Jünger werde ich nicht, weil ich mich dazu entschließe und sage, das wäre jetzt mal eine tolle Sache, so wie ich in einen Schützenverein eintrete und sage, was weiß ich, in einem Jahr, dann kann ich mir 5 Waffen beantragen oder irgend sonst was. Da kann ich Entscheidungen treffen. Jünger werde ich durch die Berufung des Heilandes. Das ist ganz wichtig, dass wir gläubig sind, dass wir, die wir hier sind, Jünger sind.
hat nichts mit eigenem Verdienst zu tun, gutem Aussehen oder irgendwelchen tollen Leistungen, die wir gegenüber anderen Menschen erbracht hätten, sondern einzig allein damit, dass der Herr uns beruft. Das ist übrigens was ganz Interessantes zu gucken, warum er einige beruft und andere nicht beruft. Aber wir, die wir den Geist Gottes haben, wir dürfen uns darüber freuen, dass wir berufen sind. Das ist ganz wichtig. Das ist auch das Entscheidende für jeden Diener im Reich Gottes, dass er weiß, für den Dienst, an den ich jetzt gestellt bin, da hat mich nicht irgendwie der Pastor hingeschickt oder da habe ich irgendeine eigene Idee gehabt, sondern es ist Gottes Berufung gewesen, die mich dahingestellt hat, wo ich jetzt bin. Ich betone das immer und immer wieder, will das auch gerne heute Abend tun. Wir haben Gott sei Dank das auch in unserer Gemeindeordnung so, wenn wir Leute einführen in ein Amt, sei es der Senior der Diakonie oder die Kirchvorsteher, die Bauherren und natürlich auch der Pastor, dass sie vor der Gemeinde bezeugen müssen, jawohl, ich bin davon überzeugt, dass Gott mich berufen hat. Denn das ist das Entscheidendste für den Dienst im Reich Gottes. Und darunter leidet die evangelische Kirche in Deutschland am allermeisten, dass wir ungläubige Leute haben, das sonst, das sind alles Folgen daraus, weil viele Leute bei uns den Talar tragen, die nicht berufen sind. Die haben irgendwann angefangen, Theologie zu studieren, weil, was weiß ich, zunächst anderen haben so richtig Spaß gehabt und da kann man sich ein bisschen orientieren, so ein bisschen politisch engagieren halt. So, also, aber keine Berufung. Und ich sage Leuten auch immer, wenn sie einen Pfarrer wählen, das allererste, was sie im Presbyterium, was sie im Kirchenvorstand fragen müssen, ist erstens, erzähl uns mal deine Wiedergeburt, lieber Pastor. Und das zweite, erzähl uns mal deine Berufung. Warum du Pastor geworden bist. Und das ist ganz wichtig. Und da weiß man schon, bei 70% der Fälle kann man direkt schon die Klappe zumachen halt nicht, weil da dann Antworten gegeben werden. Da kann man nur weglaufen. An nichts leidet unsere evangelische Kirche in Deutschland so sehr wie an den nicht berufenen Amtsträgern, die keinen Ruf Gottes haben. Aber das ist entscheidend. Jünger Jesu sind berufen durch den Herrn selber. Das ist das Erste, was wir uns heute noch einmal durch diesen Text sagen lassen dürfen. Das Zweite, und das gilt auch damals wie heute, Jünger Jesu sind begabt. Jesus sendet sie jetzt aus und er begab sie. Da heißt es, und er gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie sie austrieben und halten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Da kann man jetzt auch eine ganze Bibelstunde drüber spekulieren, wie dieses Austreiben der Geister ausgesehen hat und diese absolute Vollmacht, die die Jünger hatten, als sie ja zurückkommen. Da sind die ja ganz begeistert, da sind die richtig geflasht über das, was sie konnten. Aber ich möchte einfach mal dabei stehen bleiben, dass Jesus seine Jünger begabt. Das heißt, er gibt ihnen Dinge mit. Er beruft sie nicht nur, sondern er rüstet sie auch aus mit dem, was sie brauchen. Das ist etwas ganz Spannendes, das einfach auch in seinem Leben festzustellen, zu sehen, jawohl, ich bin berufen, Halleluja. Die Frage aber auch zu schauen, was hat denn der Heiland eigentlich für Talente in mein Leben hineingelegt? Was hat er mir eigentlich mitgegeben? An Eloquenz, an musikalischer Begabung, an Kochkunst, an Geld, an Zeit, was auch immer. Was hat der Herr mir denn gegeben? Womit hat er mich begabt? Das ist ja nichts aus uns selber heraus. Wir sind ja immer wieder so geneigt zu sagen, ja, also dass ich so ein helles Köpfchen bin oder dass ich über so viele finanzielle Möglichkeiten verfüge oder dass ich so eine hohe Sozialkompetenz habe, das schreibe ich alles mir zu, weil ich einfach ein ganz besonderer Mensch bin. Wenn es so ist, ist das mal wunderbar. Aber das, was mich dazu befähigt, hat immer Gott in mich hineingelegt. Das sind Gaben. Und der stark begabt ist, von dem fordert Gott natürlich auch Dinge. Es gibt diese wunderbare Geschichte, wo Gott dann davon erzählt, wo Jesus davon erzählt, dass er wiederkommt eines Tages und dass er danach fragt, was hast du denn mit den Talenten gemacht? Und der eine hat 5 bekommen, der andere 2, der andere nur 1. Und dann wird abgerechnet, wird geguckt, wie viel hast du denn investiert, was hast du denn getan? Also es ist wichtig zu wissen, wenn wir Jünger Jesu sind, sind wir auch begabt. Und jeder hat Gaben. Bitte, das ist so, nicht jeder hat vielleicht die Gabe, was ich vor 2000 Menschen Evangelisation zu halten. Nicht jeder hat die Gabe, wunderbar Orgel spielen zu können. Und nicht jeder hat die Gabe, eine wunderbare Torte backen zu können. Aber jeder hat Gaben im Reich Gottes. Das ist spannend. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ihr müsst jetzt irgendwelche komplizierten Gabentests machen. Sowas gibt es ja auch. Sondern aber man merkt es ja auch. Und das, was ich an Gaben habe, das darf ich, nein, das soll ich sogar einbringen, weil der Herr das von mir möchte, weil er mich damit ausgerüstet hat. Nicht nur, damit ich diese Gaben, die ich habe, mein Vermögen für mich selber nutze, sondern eben, dass ich sie einsetze in sein Reich. Ein drittes, was Jesus hier tut an seinen Jüngern, und das tut er auch heute noch, Jesus sendet seine Jünger. Er gibt ihnen Macht, er beruft sie und dann sendet er sie aus. So heißt es, diese 12 sandte Jesus aus. Das ist so die erste Missionsgeschichte, da zunächst einmal nicht zu den Heiden, sondern zunächst einmal, um Israel noch eine Chance zu geben, alle, die abgefallen sind, nochmal zu erreichen, sendet Jesus sie aus. Und die gehen dann los,
tun all die Dinge im Namen des Herrn. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass das damals so war, dass die auf Befehl und Geheiß des Allmächtigen losgezogen sind und nicht aufgrund irgendeiner eigenen Idee. Und dass das auch unsere Aufgabe, unsere Sendung als Christen in dieser Welt heute ist. Dass wenn wir hingehen, anderen Menschen von Jesus erzählen, dass wir Dinge tun, die er uns geboten hat, dann tun wir das nicht, weil wir das so toll finden, sondern weil er uns dahin gesandt hat. Das lateinische Wort missere heißt Mission, wir sind gesandt, das heißt ja senden, wir sind gesendet, gesandt in diese Welt. Und das muss uns auch immer wieder klar sein, wir sind nicht um unser Selbstwillen auf diesem Planeten. Dass wir sagen, wir haben möglichst viel Spaß beim Urlaub, mit der Familie und all diesen Dingen, sondern als Christ, als Jünger Jesu verstehe ich, ich bin gesandt von Jesus Christus. Der hatte mit meinem Leben ein Ziel. Es ist ja wunderbar, dass ich berufen bin, dass er mich auserwählt hat, dass ich dabei sein darf, dass er mich begabt hat. Aber das tut er, damit ich zu anderen hingehe, um Liebe zu üben, um seine Hand, sein Fuß in dieser Welt zu sein, um von ihm weiter zu erzählen, sein Mund zu sein, was auch immer die Sendung ist, halt Menschen zu helfen. Das ist wichtig, dass die Jünger damals gesandt worden sind und auch, dass wir gesandt worden sind. In unsere Familie, wo wir vielleicht die Einzigen sind, die an den Heiland gucken. An unseren Arbeitsplatz, wo sonst niemand Jesus kennt. In unserer Schule, an unserer Universität. Wir sind gesandt in diese Welt als Jünger Jesu. Und ein viertes und letztes. Jesus gebietet seinen Jüngern. Das ist nicht so, dass Jesus die Leute beruft, begabt und sendet und dann ist jetzt erstmal Schluss, dann können die erstmal selber laufen, wie so ein Aufziehmännchen, dann muss es gucken, wie sie sich orientiert. Nein, Jesus gibt auch klare Anweisungen. Er sagt, geht diesen Weg und geht nicht jenen Weg. Das ist ganz klar, dass Jesus ganz klare Wegführung schenkt. Das tut er auch heute noch. Er gebietet uns immer wieder. Zwar nicht direkt und unmittelbar, wie das jetzt hier ist bei den 12 Jüngern, die tatsächlich diese Stimme Jesu, die Ipsissima Vox, von ihm selber hörten und das direkt wahrnehmen, sondern wir haben die Schrift, durch die der Heiland uns gebietet, Dinge zu tun. Und wo wir bei unserem Sendungsauftrag dann ganz klare Orientierung kriegen, was wir zu tun haben, da brauchen wir ganz häufig nicht zu überlegen, sondern uns dann einfach an das zu halten, was der Heiland uns gebietet und sagt durch sein Wort. Jünger Jesu, damals wie heute, Jesus beruft seine Jünger, Jesus begabt seine Jünger, Jesus sendet seine Jünger und Jesus gebietet seinen Jüngern. Toll, dass wir wie die 12 dazugehören dürfen und dass wir mittun dürfen im großen Sendungsauftrag unseres Herrn. Amen. Ich möchte beten. Ja, lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen möchte ich dir Dank dafür sagen, dass auch wir Jünger sein dürfen, dass du uns auch berufen hast, dass du uns begabt hast, dass du uns in diese Welt geschickt hast, dass wir wirklich deine Liebe austeilen dürfen, dass wir von dir erzählen können. Danke, dass das heute noch gilt und danke, dass du mit uns sprichst, dass du uns führst und leitest. Gelobt und gepriesen seist du dafür. Möchte ich bitten, Herr, dass wir diesen Sendungsauftrag als deine Jünger immer wieder wahrnehmen, nicht nur als Gemeinde, sondern jeder Einzelne auch, Herr. Sei du dabei uns und bevollmächtige uns immer wieder dabei. Amen. Ja, und derjenige, der uns berufen hat, der uns begabt hat, der uns sendet, das ist unser Herr Jesus Christus, der der König ist. Und das wollen wir zum Ausdruck bringen mit dem Lied, das wir singen wollen nach der Andacht. Jesus Christus herrscht als König, Lied 12. Wir wollen singen die Strophen 1 bis 3. Lied 12, 1 bis 3. Als König alles wird ihm unterteilen, alles liegt ihm Gott zu Fuß. Alle Zungen soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, geben ihm die Herrlichkeit. Alle Herrschaft dort im Himmel, hier im irdischen Getümmel, ist zu seinem Dienst bereit. Gott ist Herr, der Herr ist einer und demselben Herr.
Ja, bevor wir uns mit der Jüngerrede als solches noch intensiver beschäftigen, mit anderen Versen, möchte ich noch mal etwas sagen zu eben diesen Begriffen Jünger, Zwölf und Apostel. Als wir die Freizeit vor anderthalb Monaten hatten in Lemförde, haben wir das schon mal besprochen, weil da auch Thema unbekanntere Jünger waren, aber da nicht alle da auch dabei gewesen sind, möchte ich das gerne heute noch mal zumindest ansprechen halt, dass da nämlich immer wieder zu Fragen kommen, zu Unklarheiten sind, weil diese drei Begriffe Jünger, Zwölf und Apostel nicht denselben Personenkreis meinen, auch wenn das immer wieder umgangssprachlich so geschieht, da bestehen Unterschiede. Bevor ich die aber erkläre, möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, dass also die Jüngerlisten, so wie wir sie auch hier sehen, am Matthäus 10, wo aufgeschrieben sind, wer sind denn die Zwölf, dass die noch an mehreren Stellen überliefert sind, und zwar insgesamt an vier Stellen im Neuen Testament, also einmal hier im Matthäus-Evangelium, dann in Markus 3, dann in Lukas 6 und auch noch einmal in Apostelgeschichte 1. Diese Listen sind, also Matthäus und Markus, die sind deckungsgleich von den Namen, aber bei Lukas und auch in der Apostelgeschichte des Lukas taucht eine andere Bezeichnung für einen Jünger auf. Und zwar ist es so, dass der Thaddäus auch Judas genannt wird, der Sohn des Jakobus. Das muss man wissen. Ansonsten, wenn man diese Dinge miteinander abgleicht, wenn man so, man nennt das den synoptischen Vergleich. Die Synoptiker sind die drei Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas, die, wenn man sagt, so zusammenschauend sind, weil vieles bei denen identisch ist halt. Dann denkt man, hoppla, also hat sich da jemand vertan, warum ist denn da hier ein anderer Name oder waren das gar nicht dieselben Leute? Doch, also Thaddäus, das wissen wir aus der Tradition halt, ist eben der, der eben Judas, der Sohn des Jakobus genannt wird. Also in manchen Listen kommt zweimal Judas vor, einmal Judas Iskariot, der ihn verraten hat, aber es gibt auch einen guten Anführungszeichen Judas, eben den Thaddäus, der Sohn des Jakobus. Und so wie wir auch unterschiedliche Namen haben, der eine nennt uns so, jemand anderes bei vielleicht zu Hause von früher nennt uns ein bisschen anders, da haben wir vielleicht ein Haus, Ausnahmen, anderen Familiennamen halt. So ist das auch hier zu erklären. Also wenn Sie das einmal miteinander abgleichen würden oder sehen. Also das hat damit zu tun, dass eben Thaddäus Judas, der Sohn des Jakobus, ist. Es ist so, dass die Zwölf hier natürlich einen, ich sage das mal, faulen Hund in der Mitte haben. Der Judas, das ist ja so ein ganz eigenes Problem, auch warum der das getan hat und wie es dazu gekommen ist. Ergebnis ist nur, dass nach dem Verrat er sich ja selber richtet. Und dass dann nur noch 11 da sind, nicht mehr 12. Die 12 ist ja die Zahl, die in Anlehnung an die 12 Stämme Israels entsprechend im neuen Bund auch dann dort ist halt. Und dann wird eben in der Urgemeinde ein neuer gewählt zu den 12. Der hat folgende Voraussetzung zu erbringen, so heißt es in Apostelgeschichte 1, er muss von Anfang an, also von Johannes, dem Täufer, bis hin zur Auferstehung dabei gewesen sein. Er muss eben Zeuge all dessen gewesen sein, muss auch von Jesus selber in diesen Jüngerkreis gerufen werden, der wie gesagt nicht identisch mit dem Zwölferkreis ist. Und da dürfen wir dann lesen, dass eben für den Judas Iskariot halt dann der Matthias per Losentscheid nachgewählt wird. Es ist noch ein anderer, der zur Verfügung steht, Josef Barabbas, genannt Justus halt, aber auf den fällt das Los nicht und da wird es eben der Matthias, der dann den Platz des Judas einnimmt, damit diese 12-Zahl wieder vollständig ist. Übrigens vermeintlich die Gebeine von ihm, die sind in Deutschland in Trier gelagert halt, also da gibt es Wallfahrten der katholischen Kirche hin halt, dass man sagt, okay, der eine der 12 halt, der ist tatsächlich vermeintlich dann eben durch die Kaiserin in Konstantinopel bis nach Deutschland gebracht worden. Aber das ist, wie gesagt, alles nur Legende. Aber wie gesagt, in der katholischen Kirche eine hohe Verehrung dieses 12 nachgewählten Jüngers. Ja, jetzt zu der Unterscheidung. Also Jünger, Apostel und 12, das sind drei unterschiedliche Gruppen, die nicht deckungsgleich sind, auch wenn wir häufig in unserem Sprachgebrauch da nicht differenzieren. Also das kann mir auch schon mal passieren, dass ich in der Predigt die Dinge so ein bisschen miteinander verwirbele, aber man muss eigentlich sauber bleiben, dass man sagt, okay, diese drei Gruppen sind zwar zum Teil, gibt es Leute, die sind in allen drei Gruppen drin, aber die sind eben nicht deckungsgleich. Die haben eine gewisse Schnittmenge miteinander, aber eben nicht deckungsgleich. Da ist als erstes Apostel, wird immer wie gesagt die 12 Apostel. Es gibt nicht nur die 12 Apostel, also es gibt noch mehr Apostel. Es gibt beispielsweise Paulus und Barnabas, das sind auch Apostel. Apostel heißt, sie müssen persönlich von Jesus ausgesandt sein. Persönliches
Aussendung, wie eben hier eben auch bei den Jüngern, dass ich nicht nur den 12 Jüngern, sondern eben auch der weitere. Also dieser Kreis ist größer. Der ist größer als eben diese 12. Dann gibt es den Kreis der Jünger. Jünger sind Menschen, die in der Nachfolge Jesu stehen. Ich habe gesagt, eben wir sind auch alle Jünger. Jünger heißt im Prinzip Nachfolger Jesu, die über Jesus von Jesus lernen. Das meint Jünger sein. Und das zeigt dann schon die Schrift. Es gibt ja die Aussendung der 70 Jünger halten. Es gibt ganz viele Menschen, die mit Jesus gewesen sind, auch eben bei der Nachwahl, dass Matthias und eben dieser Barsabbas eben aus diesem Jüngerkreis kommen. Das sind also Menschen gewesen, die nicht nur zeitweise bei Jesus gewesen sind, sondern tatsächlich wie die 12 auch von Anfang an bei dem Herrn gewesen sind. Warum der Herr dann diese 12 besonders ausgewählt hat, das ist dann eine heilsgeschichtliche Frage, die Gott uns nur beantworten kann, aber das hat er getan. Er hat aber, wie gesagt, aus diesen Jüngern einen 12er-Kreis herausgerufen. Und diese 12, die sind natürlich alle Apostel, die sind auch alle Jünger, aber sie gehören auch dem 12er-Kreis an. Nicht jeder Jünger gehört natürlich dem 12er-Kreis an, nicht jeder Apostel gehört dem 12er-Kreis an, sondern nur die 12 sind Teil auch all der anderen Kreise. Und das sind die engsten Nachfolger Jesu mit einer besonderen Berufung. Ganz viele dieser Berufungsgeschichten lesen wir dann auch in der Bibel, die werden ausführlich erzählt, beispielsweise von dem Petrus halt nicht oder von dem Matthäus, wie sie berufen sind. Und diese 12 haben später auch eine wichtige Leitungsfunktion innerhalb der Urgemeinde. Da kristallisiert sich dann nochmal ein engerer Kreis raus. Da gibt es auch so einen Dreierkreis im Prinzip, der es dann später wird mit Petrus, Johannes und Jakobus halt. Aber diese 12 spielen eine ganz große Rolle. In den Geschichten Jesu immer wieder sind sie angesprochen. Und auch hier, wenn wir uns jetzt mit dem Text beschäftigen, mit der Jüngerrede, müssen wir sagen, das ist zunächst einmal an die 12, an den 12er-Kreis gerichtet, an die ganz engen, die bei ihm sind, nicht an all die Jünger, die bei ihm gewesen sind, sondern eben an diesen 12er-Kreis. Das einfach nochmal zur Unterscheidung, dass man da so ein Stück weit sauber ist, dass man das vor Augen hat, dass diese drei Begriffe nicht deckungsgleich sind, sondern dass sie unterschiedliche Personengruppen beschreiben. Ja, und dann wendet sich Jesus an diese 12 und er macht konkrete Voraussagen. Und da können wir natürlich vieles von mitnehmen und auch auf unsere Existenz mit übertragen. Das möchte ich auch tun in so einem ersten Schritt, bevor ich dann gleich noch mal ein bisschen konkreter und intensiver werde über Botschaften. Aber möchte erstmal die Verse 7 bis 26 aus diesem Kapitel 10 lesen und dann entsprechend dort einige Aussagen uns noch mal vor Augen stellen. Da sagt Jesus zu den 12: Geht aber und predigt und sprecht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Reisetasche, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch kein Stecken. Denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf geht, da kundigt euch, ob jemand darin ist, der es wert ist, und bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es, und wenn es das Haus wert ist, wird euer Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht wert, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen will und eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Haus und dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Land der Sodoma und Gomorra wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichtes als dieser Stadt. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geiseln in ihren Synagogen. Man wird euch vor Statthalter und Könige führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern euer Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis ans Ende beharrt, der wird selig werden.
Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt eine Werbeschrift, um in die Nachfolge Jesu einzutreten, um Verkündiger zu werden. Ist ja mittlerweile in den Landeskirchen Land auf Land ab so, dass niemand mehr Pastor werden will oder nur sehr wenige, dass da extra Fahrstellen geschaffen werden, um an den Schulen zu werben. Und dann wird dann erzählt, wie toll das ist, eine Gemeinde zu leiten, wie wunderbar, was man sonst alles machen kann und wie viel Geld man vermeintlich als Pastor verdient hat. Aber solche Dinge werden dann nur sehr am Rande thematisiert, was es heißt, wenn man wirklich Jesus nachfolgt, dass es da eben auch auf die Schienbeine gibt. Und diese Dinge wollen wir uns ein bisschen konkreter nochmal vor Augen führen. Ich habe so 7 Punkte da rausgegriffen, die ich einfach nochmal so ein bisschen ansprechen möchte. Steckt noch viel, 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 viel mehr drin. Also es ist auch ein ganz gewaltiger Text, also, aber dem werden wir sonst nicht gerecht, sonst kommen wir nicht durch die ganze Rede durch. Da können wir manches nur anreißen. Das Erste, dass Jesus sagt, geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und das ist ja eine Botschaft, die auch Jesus, mit der Jesus begonnen hat, halt nicht, tut Buße, das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Da sind immer wieder so Zeitgenossen so ein bisschen bemüht, auch schlaue Theologen, die dann sagen, ja, da hätte es so eine Naherwartung gegeben, dass Jesus quasi in den ersten 10 Jahren nach seiner Auferstehung wiederkäme, zumindest in der Gemeinde. Das hätte sich alles zerschlagen und dann ist wieder die ganze Theologie umgeworfen worden, hat man die Evangelien anders geschrieben und all so ein Blödsinn. Also, wenn hier steht, nahe herbeigekommen und man sagt, naja, jetzt sind es ja 2000 Jahre her, wo der Herr das gesagt hat, könnte man ja fragen, ja, wie ist er denn wiedergekommen? Man darf das aber nicht jetzt auf das Wiederkommen Jesu betrachten, für das kosmisch Ganze, sondern runterbrechen auf das, was für das Individuum gilt. Ist ja nicht nur so für die Welt, dass für die Welt irgendetwas anbricht, sondern wenn ich sterbe, dann bin ich ja auch ganz nah am Reich Gottes. Entweder, dass ich ins Reich Gottes hineinkomme, weil eben ich wiedergeboren bin, oder aber, dass ich eben das Reich Gottes nicht sehen werde, weil am Ende der Tage nach dem Totenreich, wenn ich verdammt werde, für alle Ewigkeit halt. Das ist wichtig, den Menschen zu sagen, das Himmelreich ist für dich ganz nah herbeigekommen. Es gilt jetzt für dich zu packen. Du hast jetzt die Gelegenheit, darum geht es, um diese wirkliche klare Entscheidung für den Menschen hier und jetzt. Hier geht es nicht darum zu sagen, so eine Zeitansage, wann wird das passieren? Genauso, wenn man sagt, ihr werdet nicht mit den Städten Israels zu Ende kommen, bis der Menschensohn wiederkommen wird. Das ist nicht bezogen auf das Geschlecht damals, sondern wirklich mit den Städten Israels. Mit der Bekehrung ist man in Israel noch nicht fertig. Israel hat sich zum größten Teil nicht bekehrt halt nicht. Und der Heiland ist nach 2000 Jahren noch nicht wiedergekommen halt. Also das muss man immer vor diesem Hintergrund sehen. Aber wichtig ist, dass wir das immer wieder Leuten sagen. Das Reich Gottes, das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Du hast die Möglichkeit, in deinem Leben es jetzt zu fassen. Du kannst. Es ist ganz nah bei dir. Du hast einen Schritt, musst du tun auf Jesus zu, und dann bist du drin, wenn du dein Leben Jesus übergibst und wenn du deine Schuld und das Kreuz rückst. So nah ist es herbeigekommen. Und das ist Zentralauftrag, dass wir darüber mit Leuten sprechen. Nicht darüber, was es alles ethisch zu tun gibt. Das sind auch wichtige Dinge zu sagen, oh, man muss man den Zehnten geben halt nicht und wie soll man denn die Last des anderen tragen? Alles wichtige Dinge. Aber das Entscheidende, was wir der Welt zu verkündigen haben, und die werden ja zu Ungläubigen hingesandt, zu sagen, das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen, es ist nahe bei dir. Das ist ganz wichtig, dass das immer wieder von uns Christen ausgeht, dass es immer wieder von Gemeinde Jesu ausgeht. Das ist der Inhalt der Predigt, die Nähe des Reiches Gottes zu thematisieren. Ein zweites, was interessant ist, konkrete Ansage, die Freiheit vom Geld. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Beuteln haben, auch keine Reisetasche, auch nicht 2 Hemden, keine Schuhe, keine Stecken, denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Das heißt, für die Verkündigung Jesu Christi, wir brauchen notwendigerweise die Freiheit vom Geld dafür. Wir brauchen die Freiheit vom Geld dafür. Jetzt spreche ich zu Ihnen als jemand, der Profi-Christ ist und für die Verkündigung bezahlt wird. Da gibt es Brüdergemeinden, die sagen, sowas darf gar nicht sein. Ich sage, das ist eine andere Situation, aber ich sage jetzt auch für mich persönlich zu sagen, ich werde für das
entsprechend wie ein Lehrer, alimentiert als Pastor, aber eine andere Situation wie damals, auch mit einer anderen Begabung. Das muss man sagen, die zwölf damals, die waren anders begabt. Die konnten Geister austreiben, Tote auferwecken, Aussätzige reinmachen. Das war noch eine andere Sache, die hatten andere Möglichkeiten und die haben das auch bekommen zu sagen, ihr braucht gar nichts mitzunehmen, ihr geht komplett in dieser Freiheit hinaus. Das war nochmal ein anderer Auftrag, auch wenn wir vieles mitnehmen können. Trotzdem brauche ich als Profi-Christ die Freiheit vom Geld. Das ist ganz wichtig. In meinem pastoralen Auftrag darf ich nicht gucken, so nach dem Motto, na, wie sieht es denn aus mit meinem Beamtentum? Wie viel darf ich mir denn jetzt noch erlauben an Verkündigung? Weil das könnte ja eng werden. Irgendwann schlägt dann mal das unausbleibliche Disziplinarverfahren oder Lehrzuchtverfahren zu und dann schmeißen sie mich raus. Und dann ist nichts mehr. Also unter diesem Vorbehalt darf ich niemals stehen. Ich sage immer, ich verstehe das ganz genauso, ich werde reich beschenkt von meiner Landeskirche halt, obwohl da vieles gar nicht mehr gläubig ist in dem Laden halt. Ich nehme das alles gerne mit, gar kein Thema, aber ich kümmere mich nicht darum, was mir irgendwie mein Arbeitgeber sagt, sondern in meinem Dienst bin ich allein auf Jesus ausgerichtet. Ich muss die Freiheit haben vom Geld. Und dann sagen dann so Leute, ja, in den freien Gemeinden, ja, wir sind Gott sei Dank keine Beamte, wir haben auch nicht. Ich weiß nicht, ob das besser ist, ob man von der Landeskirche abhängig ist oder einer freien Gemeinde tätig ist, wo man weiß, da sitzen zwei, drei Tycoone, die geben dann so zwei Drittel des Gemeindeaufkommens, von denen ist man so ein bisschen abhängig. Das führt dann auch zu Dingen, wo man sagt, naja, da muss man sich vielleicht so ein bisschen ausrichten. Also da ist man immer so ein bisschen hineingestellt. Wichtig ist das für die Verkündigung. Wir müssen immer frei sein. Der Pastor, ich sage mal, der hauptamtlich Tätige oder der Diakon oder der Jugendmitarbeiter, aber eben auch als Gemeinde. Wir dürfen niemals aufs Geld schauen halt. Wenn wir es haben, wunderbar, dann wollen wir gucken, was wir damit machen können, dann wollen wir das investieren. Aber wir brauchen Freiheit vom Geld. Und wenn der Teufel, das sage ich immer wieder, das ist Angriff des Widersachers, ist immer so. Zu Anfang greift er die Gemeinde Jesu blutig an, ganz blutig. Das heißt, wenn eine Gemeinde sich neu, ob das in, was jetzt in Nordkorea, ob das in China ist, Verfolgung, drauf ins Gefängnis, Folter. Das sind so immer die Anfänge. Und wenn dann die Gemeinde trotzdem stark bleibt, das ist immer so, durch die Verfolgung, durch das Blut, also wenn Blut fließt, dann wächst die Gemeinde. Da kann er häufig nichts tun. Irgendwann kippt das. Dann hat der Widersacher eine andere Strategie. Dann sagt er, nicht mehr Verfolgung durch den Staat, durch andere Gruppen, jetzt schmeißen wir sie richtig zu. Mit Privilegien vom Staat, mit Geld, dass die richtig, richtig satt sind. Und glauben Sie bitte eins, das Schlimmere, geistlich gesehen, für die Gemeinde Jesu, ist die Verfolgung durch die Kohle. Wenn die Gemeinde richtig satt gemacht wird, nicht? Und wenn es jetzt nur noch in der Gemeindesitzung geht, wie können wir denn all den Reichtum, all den Einfluss verwalten, den wir irdisch hier haben, der uns so zugeflossen ist. Können Sie auch in den ganzen Klostergeschichten sehen. Die ersten Klöster, die gegründet wurden, das waren bettelarme Mönche, die irgendwo, was weiß ich, hier in die Alpen gegangen sind. Die haben dann da wirklich im Nichts angefangen, ganz einfach gebetet. Da ist ganz viel Gutes, Karitatives gelaufen. In der zweiten Generation, da kamen dann immer mehr Leute hin. Und in der dritten Generation floss schon richtig Geld, weil dann die Fürsten ihre Töchter und Söhne alimentierten, zack. Und auf einmal waren das Wirtschaftsunternehmen. Das waren keine geistlichen Städten mehr. Die verloren ihre Vollmacht. Das ist ganz wichtig. Wenn wir Abhängigkeit vom Geld haben, verlieren wir unsere Vollmacht. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen die Freiheit vom Geld. Ein drittes, auch das ganz wichtig, das nicht verantwortlich sein für den Erfolg der Verkündigung. Wenn euch jemand nicht aufnimmt und eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Haus, in dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Land der Sodoma und Gomorra wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichtes als dieser Stadt. Wir tun, was der Herr uns sagt und dann ist es das auch gewesen. Und ob das jetzt Erfolg bringt, da bekehren sich Leute oder die wollen das nicht hören. So what, das liegt nicht in unserer Hand. Das ist einfach so. Das ist ganz wichtig, weil darüber verzweifeln auch viele, viele, viele Gemeinden, verzweifeln viele gute Brüder und Schwestern, die Dienst tun, weil sie vermeintlich keinen Erfolg haben. Aber das können wir geistlich gar nicht beurteilen. Was ist Erfolg, was ist nicht Erfolg? Das ist nicht immer so gegeben zu sagen, halt nicht, wenn die Gemeinde jedes Jahr um 5% wächst, dann ist das alles in Ordnung, dann machen wir beim Pfarrer den Haken hinter und wenn die Spendenaufkommen höher sind und alles so nach dem Motto, dann steht man weltlich gut da. Das muss aber nicht das geistlich saubere Werk sein. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, Sie können Gemeinde gründen mit Wohlstandsevangelium, mit einigen Prinzipien halt. Da kommt wenig Jesus drin vor, aber da kappt man den Laden voll. Ist gar kein Thema. Da mache ich noch ein bisschen knackige Musik und mit allen Dingen halt, da kann man Leute ansprechen. In so einer großen Stadt wie Bremen kein Thema, da die Bude voll zu kriegen. Wenn man dann noch ein bisschen charismatischen Mann vorne stehen hat, der die Gemeinde leitet und ein bisschen weiß, wie man Dinge macht, nicht die Frage. Da ist der äußere Erfolg gegeben.
Die Frage ist, sind wir treu zu Jesus? Sind wir treu zu seinem Wort? Das ist das Entscheidende. Und da kann es manchmal sein, dass auch Dinge nicht Erfolg haben. Das muss man ganz sagen. Wir arbeiten nicht erfolgsorientiert, wir arbeiten auftragsorientiert als Jünger Jesu. Wir kriegen einen Auftrag, den machen wir. Und der Auftrag für Jesaja beispielsweise bestand darin, zur Verstockung zu predigen. Er predigt, hat kein Mensch sein Wort angenommen, die haben sich nur noch mehr aufgeregt über den lebendigen Gott. Die sind noch mehr zu den Baalen und Astarten gelaufen. Das war aber sein Job, so sagt es Gott. Du musst predigen, damit sie nicht glauben. Du musst zur Verstockung predigen. Das verstehen wir nicht. Aber das müssen wir auch nicht. Wir sind ja nur die Knechte. Das müssen wir mal sehen. Wir sind ja nicht diejenigen, die Kirche, die Gemeinde, die Reich Gottes steuern. Das macht der Heiland, Gott sei Dank. Wir haben nur den Auftrag, ganz sauber das abzuarbeiten. Das ist ganz wichtig, nicht für den Erfolg verantwortlich zu sein. Ich weiß um eine kleine Gemeinschaft im Wittgensteiner, das ist mir ein großes Vorbild, da ist in Gierkhausen, das ist bei Berleburg, da war ein Bruder, der hat über 11 Jahre lang, hat der immer wieder, war der einzigste Mitglied noch dort in der Gemeinschaft, hat der jeden Sonntagabend das Haus aufgemacht, Andacht vorbereitet und niemand ist gekommen. 11 Jahre lang, aller Treue, das Haus unterhalten, alles gemacht, in aller Treue, Erfolg null. Bis dann irgendwann die Gemeinschaftszeitung gesagt hat, nee, schließen wir verkaufen das, okay, da war das ihm genommen. Aber der hat da nicht gefragt, hat das sauber weitergemacht. Kann man sagen, menschlich? Nix. Aber für einen geistlich denkenden Menschen, für mich ist das so eine Motivation, als mir das jemand erzählt hat, diese Geschichte, habe ich gedacht, wow, Mann, das ist mir ein Vorbild im Glauben. Also jetzt Billy Graham, der gestorben ist, natürlich auch jemand, kann man sagen, wunderbar, was hat der in Anführungszeichen, der hat es ja nicht gemacht, bekehrt und Erfolgsgeschichte und die Präsidenten kamen alle zu ihm. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, so ein Bruder, der da steht und sieht keinen Erfolg und ganz sauber seinen Dienst abzieht, weil er sagt, für das Dorf bin ich verantwortlich und solange ich hier einen Schnaufer tue, mache ich sonntagsabends hier auf und biete es an, dass das Wort Gottes gesagt wird. Ist für mich was ganz Großartiges. Vollkommen unabhängig vom Erfolg zu sein, zu sagen, einfach der Herr sagt's, ich zieh's sauber durch. Das ist was ganz Tolles. Die nicht verantwortlich sein, das nicht verantwortlich sein, das sagt Jesus hier. Wenn sie es nicht hören wollen, ist das eben auch so. Das heißt nicht, dass wir es dann lieblos tun und nicht mit allem Einsatz. Das tun wir auch. Aber wir brauchen auch nicht zu verzweifeln, wenn vermeintlich sich die irdischen Erfolge nicht einstellen. Und ich erlebe das leider immer wieder in der Seelsorge, dass Leute auch kommen, liebe Brüder und Schwestern, auch von weiter her oder ein Anschreiben sagen, ach, und bei uns ist gar nichts mehr und alles wird nur noch weniger und alles halt. Und dann ist so eine Verzweiflung und dann zieht man sich zurück und zweifelt selber vielleicht auch an der Echtheit seines Glaubens, seines Dienstes. Nix, für den Erfolg sind wir nicht verantwortlich halt. Sauber das machen, was Jesus sagt, alles andere tut der Herr. Das vierte, auch das, die Tiervergleiche. Jetzt kommt so ein bisschen der Jäger und der Naturliebhaber in mir durch. Ganz tolles Wort. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Also, da möchte man auch mal bei bleiben, zu sagen, so sollen wir sein. Also das eine ist, wir sind nicht die Wölfe, das wird mir besser gefallen. Also Olli, du bist ein Wolf und du kannst sie anfallen, du kannst sie zerreißen. Nein, es ist das Gegenteil. Wir sind gesandt wie Schafe unter die Wölfe. Die sind wehrlos und die Wölfe sind aggressiv und so ist in dieser Welt. So ist das tatsächlich. Zu sagen, wir sind wehrlos als Christen erstmal. Und da gibt's den Spott und da gibt's den Hohn und da gibt's die Angriffe. Aber das gehört zur Sendung mit dazu. Das gehört mit dazu, das sollen wir sein. Einfach wie Schafe gesandt und die Wölfe. So müssen wir unseren Auftrag verstehen. Das ist auch wichtig, wenn es dann wirklich die Einschläge geben und wenn es die Angriffe gibt, zu wissen, das ist jetzt nicht persönliches, individuelles Schicksal, das mich jetzt erreicht, weil ich vermeintlich, was ich so das auf mich ziehe, sondern das gehört für Jünger Jesu sein dazu halt. Nicht, dass Menschen einen angreifen, so wie die Schafe von den Wölfen angefallen werden. Aber in diesem Angriff sollen wir klug sein wie die Schlangen. Die Schlange ist ja sehr negativ konnotiert in der Bibel, aber die Schlange ist ein ganz faszinierendes Lebewesen. Ich finde, also Schlangen sind ganz, ganz tolle Lebewesen. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, die meisten haben ja unglaubliche Angst vor Schlangen. Das Interessante ist, die Schlangen haben ganz furchtbare Angst vor uns. Das ist die Sache. Schlangen sind ja sehr verletzlich. Natürlich, die eine oder andere Giftschlange kann uns tatsächlich auch, was weiß ich, irgendwo im südlichen Afrika ganz furchtbar verletzen und auch töten. Gar keine Frage. Aber eine viel, 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 viel größere Gefahr für die Schlange geht ja von uns aus. Wenn wir auf eine Schlange drauftreten, die hat ja einen ganz, ganz fragilen Körper halt, nicht? Wenn der Wirbelkörper da gebrochen wird oder wenn ein Huftier darauf tritt, das ist etwas ganz Schwieriges. Das heißt, wenn eine Schlange eine Erschütterung spürt, wenn da jemand kommt, also wenn sie auch irgendwo in Afrika sind, da sagen die Einheimischen, wenn da Schlangen sind, richtig feste auftreten, da ziehen die weg, weil die wissen, oh, wenn sie erschüttert, da kommen irgendwelche schweren Leute um die Ecke. Wenn die auf mich drauftreten, dann muss ich weg. Also wenn ich die Gefahr rieche, und damit komme ich jetzt zum Punkt, seid schlau wie die Schlangen, zu wissen,
Wir müssen auch nicht irgendwie welche Dinge suchen. Wir dürfen uns auch zurückziehen. Wir müssen nicht ins offene Messer laufen, auch wenn wir wissen, wir sind gesandt wie Schafe unter die Wölfe. Aber wenn wir wissen, da ist eine Gefahr, dann müssen wir auch nicht notwendigerweise irgendwie den Märtyrertod oder sonst was suchen. Schlau sein wie die Schlangen, zu sagen, aha, wenn da der Feind lauert und da ist Gefahr, dann dürfen wir uns auch gewissen Punkten zurückziehen. Nicht das Bekenntnis verweigern, da kommen wir gleich noch zu, aber eben auch schlau sein wie den Schlangen, gerade wenn man wie ein Schaf unter die Wölfe gesandt ist. Aber dabei auch sein ohne falsch wie die Tauben. Die Tauben sind ja nun Tiere, die ganz häufig Opfer werden, wenn man da so ein Habicht oder ein Sperber hat, halt, die werden ja dann immer wieder gerissen halt. Das sind auch keine angreifenden Tiere halt, sondern die sich auch schwerpunktmäßig von Körnern vegetarisch ernähren, eben nicht von Fleisch halt. Auch da, so sollen wir sein, einfach auch da nicht irgendwie so hinterlistig vermeintlich oder so Jäger sein, die eben dann so wie so ein Raubtier, wie ein Habicht oder wie ein Sperber versucht, die zu schlagen und gucken muss eine Taktik anwenden, sondern einfach nach vorne gehen und sehen, wenn es uns erwischt, dann ist es eben so, wir müssen es nicht notwendigerweise suchen, das ist klug sein wie die Schlangen, aber zu wissen eben, wir sollen auch nicht irgendwelche Taktiken machen, sondern ganz ehrlich unseren Stil leben. Also das sind irgendwie nochmal drei tolle Tiervergleiche, haben wir überlegt, da muss ich jetzt irgendwann mal drüber predigen, halt, das müssen wir mal stärker vertiefen. Das nächste, die Angriffe der Welt, das wird auch nochmal gesagt, genau mit den Schafen unter die Wölfe halt. Wir werden in dieser Welt angegriffen und wir werden von Leuten vor Gerichte geschleppt. Wir werden uns verantworten müssen für das, was wir tun. Bei klarer Jesus-Verkündigung wird die Gemeinde Jesu immer wieder angegriffen. Sei es von denen, die ganz draußen stehen, den Atheisten oder anderen Religionen, aber immer wieder auch von denen, hier heißt es ja, aus den Synagogen. Ich möchte daran erinnern, also hier geht es nicht um Antijudaismus. Jesus ist ja selber Jude, er spricht hier zu Juden. Aber er wird auch verurteilt vom obersten Juden, vom Hohepriester. Der zerreißt die Klamotten und sagt, der ist des Todes. Und das ist immer wieder auch die Wahrheit für klarstehende Leute. Das war es zu allen Zeiten so. Jünger Jesu werden immer wieder aus der Kirche heraus angegriffen. Das ist so. Die ungläubigen Bischöfe und Päpste und Kardinäle und Priester und Pastoren sind die schlimmsten Feinde der Gemeinde Jesu. Im Siegerland, wo ich Pfarrer war, 10 Jahre, da ist es so gewesen, als die Erweckungsbewegung kam, als die Brüder sich trafen, da sind nicht irgendwie die Katholiken gekommen, die ein bisschen draußen waren, die Protestanten angegriffen haben. Nein, die Pfarrer haben dann gesagt, Polizei geholt, die dürfen sich nicht versammeln, die dürfen das Wort nicht sagen, die dürfen ja nicht da das Abendmahl. Da wurden die Versammlungen abgehalten, da standen Polizisten im Versammlungssaal, die guckten, dass ja nichts Falsches ist. Das war damals ja noch Preußen halt nicht, da schickte das Konsistorium die Polizei hin. Das waren Gegner und die haben dann dafür gesorgt, dass Pfarrer inhaftiert wurden. Man sagte bei uns im Siegerland, die Erweckungsbewegung hat sich durchgesetzt, trotz der Pfarrer. Ravensberger Land war es ein bisschen anders, da war auch Erweckungsbewegung, da waren es die Pfarrer, die es getragen haben, also nicht alle Pfarrer sind per se schlecht, da heißt es immer, im Ravensberger Land, es ist wegen der Pastoren sind da die Erweckung gekommen und im Siegerland trotz der Pastore, da waren die Pastore, die Hirten waren der Gemeinde, die schlimmsten Feinde des Kreuzes Jesu Christi. Da muss man immer wieder aufpassen, weil die natürlich viel, 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 viel mehr Schaden anrichten können, als jemand, der draußen steht. Irgendein Atheist von den Linken, ja, der, meine Güte, wer hört denn auf den? Aber der, der im schwarzen Talar mit dem weißen Bäffchen da steht halt, und der hat aber noch einen Doktortitel davor und der hat ja nur auch hier eine Stelle inne, der muss es ja wissen, der kann ganz anders Schaden anrichten. Und die greifen uns an. Und die überantworten uns auch dann all diesen Dingen. Also ich sage jetzt, ich kann natürlich auch ein Lied von diesen Geschichten singen, wie das ist innerhalb der Landeskirchen, nicht nur hier, sondern auch anderswo zu sagen, das passiert. Die kommen aus der eigenen Kirche und werden dich angreifen. Klare Jesusverkündigung muss das, ich sage das ganz deutlich, muss das mit sich bringen. Nicht, weil wir das suchen, sondern weil Jesus das verheißen hat. Und dabei dürfen wir wissen, dass der nächste Punkt, dass bei unserer Verteidigung es nicht darauf ankommt, dass wir uns dann irgendwie, wer weiß wie dann, strategisch aufstellen, sondern dass wir da ganz nah beim Heiland sind und dann wissen dürfen, dass er durch uns reden und sprechen wird. Wenn sie euch überantworten werden, so sagt nicht, was ihr reden sollt. Denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn ihr seid es nicht, die da reden, sondern euer Vatergeist ist es, der durch euch redet. Sagt Jesus noch vor Pfingsten, vor der allgemeinen Ausgießung des Heiligen Geistes. Das gilt aber auch für uns, zu sagen, ja okay, das kann passieren, aber das wollen wir zum Zeugnis tun. Und dann wollen wir wirklich auch Zeuge Jesu Christi sein. Und dann dürfen wir gewiss sein, dass das auch durch den Heiligen Geist bestätigt wird. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares, das zu wissen. Das ist ein Trost, wenn man in diesen Angriffen steht. Und ich sage jetzt nicht, dass ich aber weiß, was für Angriffe hat, aber ich habe ja nun genügend Clinches auch schon mit Landeskirchen durch. Und da ist es zum Teil wirklich hart auf hart gegangen.
wenn die Leute gekommen sind und angeklagt hat und was weiß ich, was man für ein Hetzer und sonst alles was gewesen wäre. Und wenn man dann sauber bei der Bibel bleibt und dann erlebt, wie die Leute nichts mehr sagen können, wirklich schweigen, oder wenn die Dinge erzählen, wo man sagt, Leute, jetzt habt ihr euch so demaskiert, beispielsweise hier bei dem Predigtstreit, wenn man dann vorgeworfen wird, wie können Sie denn gegen den Ablasshandel, wie konnten Sie die katholische Kirche, man fragt zurück, ja, wie ist es denn jetzt mit dem Ablasshandel mit 20.000 Jahren Erlass halt nicht, wenn man diese vermeintliche Flasche mit Muttermilch Marias anguckt. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und dann sagen Leute, ja, ich kann das nicht wissen. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Theologen, ja, in unserer Landeskirche. Andere sagen, ja, das ist für einige Leute tatsächlich eine Form ihres Glaubenslebens. So Aussagen hört man dann, wo man weiß, Leute, da habt ihr euch selber nur nicht mehr ins Knie geschossen, sondern habt euch das ungenügend unter eure Ordinationsurkunde gesetzt. Naja, aber das ist wichtig, da ist Gott dabei und wenn man da sauber dabei bleibt, wird man immer merken am Wort, wie der Herr auch die Verteidigung übernimmt. Aber es gibt eben auch Risse und die gehen durch die Familien. Das kostet, Nachfolge Jesu, Jünger sein kostet. Wenn man es klar und ernst nimmt, dann hat das Konsequenzen. Es wird aber ein Bruder den anderen im Tod preisgeben und der Vater den Sohn. Und die Kinder werden sie empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Also an Schärfe und Brutalität ist das nicht zu überbieten. Aber wenn man sich darauf eingerichtet hat, dann kann man so auch mit den Nicklichkeiten umgehen, die normalerweise uns ja nur betreffen. Nicht, wenn dann mal so eine spöttische Bemerkung am Geburtstag gemacht wird oder wenn diese Dinge gemacht werden, so nach dem Motto, kannst ja gerne kommen, aber bitte jetzt nicht wieder irgendwie was Geistliches schenken oder was weiß ich hier mit einem Gruß, mit Gottes Segen will ich nicht halt. All diese Dinge zu sagen halt, gehört mit dazu. Riss geht auch mit durch die Familie. Das ist beim Zwölferkreis so gewesen und wir müssen uns nicht wundern, wenn uns als Jüngern Jesu Ähnliches droht. Dass diese konkreten Dinge für das Jünger Jesu sein. Und ich möchte zum Ende hin noch eine Textbetrachtung machen, etwas weitergehen, die Verse 28 bis 33 betrachten und da euch vier Botschaften rauszurufen. Das soll dann so ein bisschen ja, der Predigtappell zum Schluss dieser Bibelstunde sein. Matthäus 10, Vers 18 bis 33. Sagt Jesus, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann, in der Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer aber mich verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Daraus vier Botschaften, ein ganz starkes Wort. Ich habe da schon mal drüber gepredigt, das ist also habe ich ganz, ganz viel Spaß dran an diesen Versen 28 bis 33. Vier Botschaften an euch und sie. Erste Botschaft, die Haare von dir sind gezählt. Zweite Botschaft, du sollst dich nicht vor Menschen fürchten. Die dritte Botschaft, du sollst dich vor Gott fürchten. Und die vierte Botschaft, bekenne mich vor den Menschen, sagt dir Jesus Christus. Das erste, deine Haare sind gezählt. Das ist etwas ganz Tolles, dass unsere Haare auf unserem Haupt gezählt sind. Es sagt etwas darüber aus, was unser Gott kann und wie er sich um uns kümmert. Ich habe mich da mal schlau gemacht, wie viele Haare so ein Mensch im Durchschnitt hat. Das ist übrigens unterschiedlich. Blonde Menschen haben deutlich mehr als beispielsweise Rothaarige. Also blonde Menschen haben so 130.000 Haare am Kopf halt, Rothaarige nur 80.000, Braunhaarige haben so 110.000 und Schwarzhaarige 110.000 und Braune 100.000. Aber das ist immer nur so ein Mittelwert. Und das wissen Sie ja, man verliert eine ganze Menge, so 100 bis 200 Haare am Tag. Das merkt man manchmal gar nicht halt. Und das Tolle ist, jedes Haar, was von unserem Haupt fällt, ist gezählt. Da kümmert sich Gott drum. Und wenn wir das nur alleine wären, ist das schon eine Aufgabe, die genug ist. Aber auf dieser Welt leben 7,6 Milliarden Menschen. Und jedes Haar, was von diesem Haupt dieser 7,6 Milliarden Menschen, ist gezählt. Darum kümmert sich Gott. Das heißt, dieser Gott weiß alles, der kann alles und kümmert sich um alles. Weiß alles, kann alles, kümmert sich um alles. Das sagt dieses Bild. Ein ganz starkes Bild. Alle Haare auf meinem Kopf sind gezählt. Und wenn er sich um so eine Banalität kümmert, wenn selbst das in seinem Schöpfungsplan drin ist, wie viel mehr wird er sich auch darum kümmern, um meinen Krebs, den ich im Knie habe, oder um meine Probleme an der Arbeitsstelle. All die Dinge sind diesem Gott ja nicht unbekannt. Der weiß das alles. Der wusste auch schon vor Schöpfung der Welt, welches Haar mir demnächst rausfällt von diesen 100.000, die ich etwa habe. Das weiß der. Also es ist fantastisch. Die Haare sind gezählt. Also
ganz starkes Bild zu sagen, wie dieser Gott zu uns ist. Fantastisch. Wir können nichts vor dem verbergen. Der weiß alles. Und das ist ein großer Trost. Sie wissen ja, unsere zentrale Bekenntnisschrift ist der Heidelberger Katechismus als Reformierter. Und in der Frage 1 gibt es insgesamt 129 Fragen und Antworten im Heidelberger Katechismus. Aber die wichtigste und zentralste Frage, damit beginnt der Heidelberger, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und da haben die Brüder damals geschrieben, das war ein langer Prozess, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Das ist das Zentrale. Wir sind erlöst durch das Blut Jesu. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel, jetzt kommt es, kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Das war den Brüdern damals, 1563, so wichtig, dass sie das bei der ersten Frage reingeknallt haben. Wir haben so einen Gott, der sich um jedes Haar bei uns am Schädel kümmert halt, nicht? Wahnsinn. Und wenn ich das weiß, dann kann ich getrost leben und getrost sterben, weil er mich ja erlöst hat, nicht? Das ist etwas ganz Wunderbares. Ganz Tolles einfach, dass wir wissen dürfen halt, meine Haare sind gezählt. Und wenn du heute Abend nichts mitgenommen hast oder sie nichts mitgenommen haben zum Thema Jünger, dann eben das eine, dass du mitsagen kannst, wenn du zu Jesus gehörst, deine Haare sind gezählt, brauchst du nichts Gedanken zu machen. Der Heiland kümmert sich um alles, wenn er sich schon um jedes einzelne Haar auf deinem Kopf kümmert. Das Zweite, und wenn man so einen Gott zur Seite hat, dann braucht man sich vor Menschen nicht zu fürchten. Leider ist das ja so, dass wir in dieser Welt Angst haben. Jesus Christus sagt in Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst. Das ist leider so, auch Christen haben immer wieder Angst. Und ganz viel an Angst hat zu tun mit Menschenfurcht. Es geht ja nicht nur um Angst zu sagen, ja, ich verliere mein Geld oder mit der Gesundheit. Bei ganz vielem ist der Hintergrund dessen, dass wir Angst vor Menschen haben. Auch die Bibel berichtet darüber, der König Saul hat immer wieder Angst vor Menschen. Elia hat Angst vor der Königin Isabel, vor dieser Frau. Total unverständlich halt. Johannes 20 ist davon die Rede, als Jesus Christus gestorben ist, halt nicht, da verbarrikadieren sich die Jünger halt aus Angst vor der Welt. Oder Petrus später noch im Jakobus, im Galaterbrief, im Kapitel 2, weil er Angst hat vor denen des Jakobus halt nicht, da fängt er an zu heucheln. Menschenfurcht. Also auch die Besten der Bibel, Elia, Petrus, die Jünger, haben Menschenfurcht gehabt. Aber das soll nicht sein. Menschenfurcht soll nicht sein. Die Menschenfurcht ist eine der gefährlichsten Klippen, an der unser Glauben scheitern kann. Weil wenn wir Menschenfurcht haben, ist nicht Jesus Christus am Ruder. Dann rudert jemand anders und steuert unser Lebensboot. Menschenfurcht ist etwas, das wir nicht haben sollen. Es ist verboten. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Jawohl, Menschen können uns in dieser Welt eine Menge tun. Das ist jetzt nicht irgendwie so, was ist ich, so blauäugig, wie Jesus hier spricht, so nach dem Motto, ja, du gehst da so unverwundet wie Superman durch und kein Schlag tut dir weh. Nein. Aber wir sollen uns vor Menschen nicht fürchten. Menschenfurcht hemmt uns und beklemmt uns. Menschenfurcht, das ist immer letztlich auch Abwesenheit von Vertrauen zu Gott. Das heißt, mein Gott hat nicht so viel drauf, wie die Leute, die mir jetzt Angst machen. Und damit ist Menschenfurcht in letzter Konsequenz Unglauben, weil ich nicht Gott vertraue und mich da geborgen weiß, sondern mir in die Hose mache vor der Zukunft, in die ich hineingehe, weil da vermeintlich irgendwelche Gefahren ausgelöst durch Menschen vor mir stehen. Deshalb verbietet Jesus Menschenfurcht. Und das ist natürlich leicht gesprochen vom Heiland. Und für uns schwer umgesetzt. Aber Jesus gibt auch direkt die Medizin gegen Menschenfurcht. Wenn du Menschenfurcht hast, irgendetwas denkst, was habe ich Angst davor? Vor den Leuten, vor der Gruppe, ich könnte mich blamieren oder sonst irgendwas. Gibt Jesus uns die Medizin gegen die Menschenfurcht. Und die Medizin gegen Menschenfurcht ist Gottesfurcht. Die Medizin gegen Menschenfurcht ist Gottesfurcht. Wer vor dem Allmächtigen klar steht und in der Furcht des Herrn lebt, der braucht keine Angst mehr vor Menschen zu haben. Das sagt Jesus eben auch hier. Er sagt ganz deutlich, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der den Leib und die Seele, der die verderben kann, in die Hölle werfen kann. Die Furcht vor dem Herrn, die Ehrfurcht vor dem Herrn, das ist das alles Entscheidende. Und wenn ich wirklich in der Furcht des Herrn, die Furcht des Herrn ist ja etwas ganz Fantastisches. Häufigster Satz der Bibel lautet, fürchte dich nicht. Also das bezieht sich auf all das Irdische. Aber eine Furcht wird geboten, die Furcht vor Jesus Christus, die Furcht vor dem Herrn. Und die sollen wir haben. Furcht des Herrn ist das Bewusstsein der unüberbietbaren und ewigen Autorität des Herrn. Ist das Bewusstsein der absoluten Heiligkeit Gottes.
ist das Bewusstsein der Allmacht und Allwissenheit des Herrn und ist das Bewusstsein, dass dieser Gott fortwährend und immer meine Anbetung, mein Vertrauen verdient hat. Das ist so ein Stück weit zusammen, Furcht des Herrn, das zu haben, dass das vor Augen habe, wie groß Gott ist. Und wenn das ganz, ganz groß ist und wenn ich dann noch weiß, dass dieser zu fürchtende Gott, der Ewige, der Allmächtige, mich lieb hat und dass er sich um mich kümmert, jetzt bin ich wieder beim Thema Haare auf meinem Haupt gezählt. Wenn das richtig stark in mir ist, diese Furcht des Herrn, dann ist es ein fröhliches nach vorne schreiten, egal was vor uns liegt, egal wie schwierig der irdische Weg ist. Wenn das richtig stark in mir brennt die Furcht des Herrn, dann habe ich keine Probleme mehr, auch mit diesem Leben hier. Auch wenn ich kein Geld mehr habe, wenn es sozial persönlich nicht so richtig läuft, die Gesundheit im Bach runtergeht, je mehr Gottesfurcht ich habe, desto weniger Weltangst werde ich haben. Übrigens, das ist nicht nur meine eigene Erkenntnis. Martin Luther war so ein Verfechter immer wieder. Der war ja auch angefochten, hat auch immer wieder Angst vor Menschen gehabt. Der hat auch immer wieder Menschenfurcht gehabt und hat immer wieder erleben dürfen, wie Gottesfurcht ihn rausgeholt hat. Als er den kleinen Katechismus schreibt und das auslegt für die Leute, die 10 Gebote, dann schreibt er, bevor er die 10 Gebote sagt, sagt er dann immer so, was will dieses Gebot? Als erstes, wir sollen Gott fürchten und lieben. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Beides. Also lieben ist natürlich auch das höchste Gebot, aber fürchten und lieben. Gott fürchten. Jedes Gebot, wir sollen Gott fürchten und lieben. Jedes Mal, wenn das aussieht. Und dann sagt er, worum es da geht, beim Nicht-Ehebrechen, nicht begehren und. Das ist das Entscheidende. Gott fürchten und lieben. Und dann schaffen wir es auch, die Gebote letztlich zu halten. Und ich habe mal eine Predigt gehalten, das ist schon einige Jahre her, über die Furcht des Herrn. Ich habe dann in der Predigt auch gesagt, was alles ein Mehr ist, wenn ich die Furcht des Herrn habe, was die Bibel verheißt. Mehr an Gesundheit. Hiskia, der ist in der Furcht des Herrn, als der schwer krank wird, der kriegt noch was zugelegt. Ein Mehr an persönlichem Wohlergehen halt. Nicht Lohn der Demut und der Furcht des Herrn, heißt es in Sprüche, ist Reichtum und Ehre. Ein Mehr an persönlichem Schutz. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie, er hilft ihnen heraus. Und eben, und das ist das Entscheidende, die Furcht des Herrn ist die Quelle des Lebens. Mit ihr entgeht man dem Fallen des Todes. Wenn ich den Herrn fürchte, darf ich wissen, das heißt ja auch, an ihn zu glauben halt, dann darf ich wissen, dass ich ewiges Leben habe. Also das ist ein ganz tolles Thema, Furcht des Herrn. Das hört sich erstmal so schlimm an, aber es ist in Wirklichkeit etwas ganz, ganz Großartiges. Wir sollen die Furcht des Herrn haben. Und diese Furcht befreit uns vor ganz vielem Irdischen, was uns gefangen nimmt. Und ein letztes, was Jesus als Botschaft uns ganz konkret weitergibt, bekenne mich vor den Menschen. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Ganz wichtiges Wort, ganz ernstes Wort für die Jünger Jesu, dass uns das vor Augen steht. Dass wenn wir aus Menschenfurcht das Bekenntnis Jesu Christi dämpfen oder ganz einstellen. Und das kennen viele Christen. Und ich weiß das aus der Seelsorge, dass mir das immer wieder auch als Schuld benannt wird. Wenn ihr das erlebt habt und das Kreuz bringt. Aber dann wirklich Gott bitten um Veränderung, dass es gelingt, dass man mehr Gottesfurcht hat, dass man Jesus Christus wirklich bezeugt. Zur Zeit wie zur Unzeit. Ob die Leute klatschen oder Buh rufen, spielt keine Rolle. Wir wollen treu sein. Denn die Konsequenz ist eine gewaltige oder eine furchtbare. Wenn Jesus hier sagt, und da bleiben wir bei, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das ist so ein Wort, der wird mir richtig warm. Und das ist für mich motivierend zu sagen, jawohl, und erst recht, wenn ich das vorstelle, ich mache so ein kleines Ding. Ich bekenne den Heiland vor den Menschen, nicht nur in der Gemeinde, sondern anderswo auch. Ich bekenne ihn, stelle mich zu ihm mit all meiner kleinen Kraft, mit all meinen Begrenztheiten. Und dann geht Jesus hin und bezeugt meinen Namen vor dem Vater. Da muss mich keine Landeskirche mehr alimentieren, da muss mich kein Vorstand mehr irgendwie motivieren oder sonst irgendetwas zu sagen. Da habe ich alles, was ich brauche, um Jesus Christus die Ehre zu geben und ihn zu bekennen vor den Menschen. Und andersrum, das will ich leider nicht erleben. Auf gar keinen Fall zu sagen, dass der Heiland irgendwann sagt, den kenne ich nicht. Der mich verleugnet vor den Menschen. Der hat die Klappe gehalten. Der hat sich nicht getraut zu sagen, nichts. Da will ich immer vorwärts gehen und sagen, jawohl. Auch wenn ich ein schwaches Kaliber bin, aber da bitte ich Gott um Kraft, dass mir das immer wieder gelingt, dass ich ihn wirklich bekennen kann halt, damit er mich auch bekennt vor dem Vater und dass das nicht passiert, dass ich ihn verleugne vor den Menschen. Dass diese 4 Punkte nochmal zum Schluss dieser Jüngerrede, eben das, was an 4 ganz konkreten Botschaften uns hier gesagt wird. Erstens, dass unsere Haare gezählt sind. Zweitens, dass wir uns nicht vor Menschen fürchten brauchen. Drittens, dass wir die Furcht des Herrn haben sollen. Und dass wir viertens aufgerufen sind, den Herrn Jesus Christus fröhlich in dieser Welt zu bezeugen, damit er uns auch vor dem Vater bezeugt.
überzeugt. Und da möchte ich euch zu aufrufen, das nehmt bitte mit, so als letztes, aber auch Appell, der mit euch gehen soll. Bekennt fröhlich den Herrn Jesus Christus, sein Evangelium, und der Heiland wird sich zu euch bekennen. Machen hier einen Punkt, und es ist auch genau wieder 8:30. Da dürfen wir das Mikrofon gleich abziehen, aber vorher verabschieden wir uns von den Geschwistern, die uns über das Internet zugeschaltet waren, die jetzt nicht in die Kälte hinaus müssen, die im warmen Wohnzimmer bleiben dürfen. Ich wünsche Ihnen und euch allen einen gesegneten Abend noch. Ich freue mich, wenn wir uns am Sonntag gegebenenfalls wieder hören oder aber nächsten Mittwoch dann weitermachen, eben mit der Gleichnisrede. Seien Sie Jesus Christus anbefohlen. Tschüss.